Willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Jo, wir sind hier in einer komischen Festung. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, wo wir aufgehört haben. Ah, doch, wir haben im letzten Part einen Bossfight gemacht. Jo, ein weiterer Boss. Und den haben wir dann besiegt. Und jetzt geht es hier dementsprechend weiter. Stimmt, ich erinnere mich. Und soweit ich weiß, war der nicht gerade einfach. Oh mein Gott. Und da ist etwas zum Wegblasen. Eona. Blase mal mir einen schönen, nein, 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 nein. Blase das einfach mal weg. Mehr brauchst du auch nicht tun. Hallo? Ah, jetzt, dann geht es hier drinnen weiter. Was ist das da oben? Lol, ups. Okay, interessant. Wir brauchen mal Justin. Ja, wie Bowen schon gesagt hat, jetzt scheint ein Bosskampf nach dem anderen zu kommen. Nur um das bisschen in die Länge zu ziehen. Ja, sieht wirklich so aus. Mal sehen, ob es jetzt hier noch mit Bosskämpfen weitergeht. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ist auch jetzt wirklich ehrlich gesagt ein paar Wochen wieder her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Jo. Hä? Ach ja, da baue ich die einzelnen, Partner hier nochmal, nice. Zuerst Erona, dann Josh. Jetzt brauche ich auch mal wieder Kupio. Der kam noch jetzt in letzter Zeit doch ein bisschen zu kurz. Hat man wohl gemerkt. Mal sehen, wen wir jetzt noch alles brauchen. Als nächstes Bottom bestimmt. Mal sehen. Ui, eine Fahne. Tarn Cape. Lässt gegnerische Angriffe öfter daneben gehen. Das klingt eigentlich nicht schlecht. Oh, da haben wir doch diese Blöcke da jetzt hin, aber die man anstupsen kann. Die sind hier. Jetzt müssen wir aber schauen. Ich glaube, wir müssen den linken, den rechten erstmal. Ich will den. Dann machen wir es so, damit die beiden auf einer Ebene sind, oder? Wenn ich das richtig im Kopf behalten habe. Mal sehen. Jo. Nein, falsch. Da brauche ich wieder Josh. Da darf ich natürlich jetzt nicht runterfallen, ist ja klar. Oh, ein Glück. Ein Glück. Jetzt komme ich aber hier nicht weiter. Dann müssen wir wahrscheinlich den anderen Block. Oder ich mache den gelben weg. Oh. Ui. Ja, es nützt mir aber rein gar nichts. Ui. Hallo? Wen haben wir denn da nochmal gebraucht? Das war Josh, genau. Josh ist ja sehr, sehr gut. Zwei Stück, ja, es passt. Das war mit Saugmatt. Zwei Schaden, ja, meinetwegen. Oh, Josh ist extrem geschwächt. Dann mache ich mal nochmal einen Hammer. Damit Josh nicht direkt angegriffen wird. Vielleicht ist das. Obwohl, so klug war das jetzt nicht. Der letzte wird auf jeden Fall überleben mit einem Herz. Ich hätte vielleicht das andersrum machen sollen. Ne, zwei Herzen. Das war nicht klug. Jetzt muss er. Oh. Alter, ich hatte jetzt seinen Zug verbraucht. Nice. Ja, gut, umso besser. Dass wir jetzt runtergefallen sind, ärgert mich so ein bisschen. Aber da geht's wieder zurück. Okay, gut. Nochmal ist gut gegangen. So mache ich das jetzt mal andersrum. Das hier mal weg, das da mal hin. Man hätte das ruhig in einen Raum machen müssen. Weil hier, die Türen, die verbrauchen so viel Zeit. Ah, da kann ich doch auch nicht. Leute. Okay, interessant. Wenn ich Shift gedrückt halte, so wie in Minecraft, laufe ich langsamer. Nicht immer, aber immer öfters, lol. Das bringt mir doch jetzt hier rein gar nichts. Das ist sehr mysteriös. Und beide aktivieren ist auch keine Lösung. Keine aktivieren ist auch keine Lösung. Mann, jetzt bin ich hier runtergefallen, ist das euer Ernst? Alter! Ist das nervig hier?
Noch mal ein fieses Rätsel, wo ich im Moment noch keine Antwort drauf weiß. Geht doch. Schnell hier wieder durch. Ach, da muss ich jetzt wieder mit Kupio, ist das nervig. Ich will doch einfach nur zum Finale und das Let's Play beenden. Jetzt läuft ja schon parallel Super Mario Odyssey. Ich will den Platz für weitere Odyssey-Parts verwenden. Ja, dazu muss das Let's Play erstmal beendet werden. Nur, ja, ein Ende sehe ich hier noch nicht. Ein Ende sehe ich hier noch nicht. So. Jetzt machen wir mal den gelben Block da nochmal hin. Dann schauen wir mal weiter. Alter. Beide Blöcke dahinten setzen ist natürlich auch keine Lösung, aber ich schau einfach nur mal. Wir haben ja gesehen, dass der grüne Block noch ganz unten ist, aber das hilft mir ja soweit, denke ich, auch nicht weiter. Vielleicht kann ich hier irgendwie hochspringen? Bestimmt nicht. Nee. Mario, ein bisschen weiter nach rechts, nur ein ganz bisschen, nur ein ganz bisschen. Ah, ich war doch schon drauf. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich nehme einfach jetzt mal den gelben Block weg, weil ich habe eine kleine Idee. Eine kleine, aber feine Idee. Zwar kommen wir dann da nicht rüber, aber wenn wir einfach hier mal runterspringen. Hier ist der gelbe Block. Das hilft mir auch nicht weiter. Hier gibt's noch. LOL. Okay, das scheint die Lösung zu sein. Wir müssen da irgendwie hin. Das war vorher nicht. Hä? Bin ich verwirrt? Ja, ich bin verwirrt. Also nochmal andersrum. Und dann da mal runterspringen. Weil ich muss diesen lila Block da betätigen. Oh, bin ich da? Nee, ich bin hier, glaub. Oh, das ist der falsche. Kupio, auf dich will ich nicht reiten. Tut mir leid. Yoshi ist schon ein bisschen bequemer. Obwohl er wenig Leben hat. Der Arme. Okay. Ja, ich bin hier gar nicht runtergesprungen. Ich hätte hier runterspringen müssen. Also somit geht das nach oben. Und ich bin glücklich. Aber eventuell gibt es hier noch weiteres, wo ich mal nachschauen möchte. Weil hier kann man auf jeden Fall weiter. Achso, das ist nur so ein Rückweg. Okay, gut. Zurück. Ich will zurück. Ich will zurück. Ich will zurück. Achso, mit B. Gut. Weil mit Josh bin ich doch ein bisschen schneller. Ja, das war schön stylisch, Mario. Hat mir gefallen. So, schön am Rand und drüber da. Gut. Dann sind wir mit diesem Rätsel auf jeden Fall durch. Dann ist hier ein roter. Ja, schön, aber da komme ich hier nicht weiter. Auch mal darüber nachgedacht. Da unten war noch ein Gang. Wisst ihr? Hier, genau. Ah, wie soll ich. Was ist denn mit dir wieder? Okay, gut. Wir haben es geschafft. Auf zum nächsten Kapitel. Da komme ich nie und nimmer runter. Rüber. Hä? Moment, seht ihr das da oben? Ah, ich bin doch doof. Bin so doof. Nun, wo muss ich jetzt am besten springen? Hinten, vorne, in der Mitte? Ups. Ich springe mal in der Mitte. Nein, das war zu weit vorne. Dann vielleicht doch hinten. Hier auf diesen Streifen springe ich einfach mal. Ja, es passt. Ja, stimmt, weil das andere Rohr ist vorne, muss ich auf einen anderen Streifen springen. Aber ich glaube, wir kommen dem Finale jetzt wirklich ganz nah. Weil jetzt werden die Begleiter nochmal alle ausgetestet. Die Fähigkeiten werden ausgetestet. Einfach alles. Oder sind halt immer so an der Reihe. So, hier runter.
Dann geht es hier weiter. Wir haben da vorhin noch so viele Blöcke gesehen. Kommen wir da jetzt auch mal hin? Wahrscheinlich. Mal sehen. Lass mal schauen, was hier ist. Hier sind Scheiter und eine Flamme. Weißt du was? Um die Flamme kümmere ich mich natürlich mit was anderem. Also mit einem anderen Begleiter. Batomp? Ich glaube, er kann nur Batomp was ausrichten, genau. Ah, kein Erstangriff, aber auch nicht seitens des Gegners, also ist alles gut. Was? Batomp ist besiegt? Lol, was haben. Wie ist denn unser Team? Ach stimmt, wir hatten ja einen Bosskampf, oh. Da nur gedacht. Komm, die sind aber nicht stark. Die sind nicht stark, die schafft Mario. Ich setze eine Sternattacke. Ich setze lieber eine Sternattacke rein, weil es sind halt 4 Stück. Nehmen wir an, dann schon ordentlich schauen. Oh ja, merkt man. Ein Drittel der Leben weg fast. Guck mal hier, so ein Sternblitz. Das schadet ja nicht. Gut. Angezeigten Kampf in der richtigen Reihenfolge. Gut, aber nicht mal kurz still, weil ich muss mich konzentrieren. Wisst ihr ja. Kennt ihr ja. So einfach, easy. Bam, 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 bam. Nice. Alle 4 besiegt. Nochmal ordentlich Sternpunkte, 12 Stück. Hat sich ja gelohnt. 50 Sternpunkte habe ich jetzt insgesamt. Yay, Herzchen, aber nicht für Bot. Doch, für Bottom auch. Nice. Okay. Das ist auch sowas, was. Weggeht. Gibt es hier mehrere von diesen Scheitern? Das ist eigentlich fast gar nicht möglich. So, wer lebt noch? Okay. Irona lebt auch noch. Nehmen wir mal sie. Ah, wieder kein Erstangriff. Mann, der kam dann doch irgendwie in die andere Richtung. So was. Wie sind die nochmal drauf? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ach, Stampfattacke ruhig mal. Okay. Lol. Warum hat die Stampfattacke nicht gewirkt? Verstehe ich nicht. Oh, da ist eine Dose gewesen. Oh nein. Oh, scheiße. Die waren doch ganz schön scheiße, aber. Komm. Geht ein Sprung hier? Ein Hammer, meinte ich. Hammer geht. Benutze ich natürlich lieber den Hammer mit 5 Schaden. Passt das doch. Nochmal Schatnieb. Nochmal 2 Schaden. Der wird sich dann wieder heilen, aber ist mir scheißegal. Der andere macht mir Sorgen. Ne, der ist unsichtbar. Aber Feuer gibt's noch. Das heißt, die Sonne ist ja besiegt. Oh. Es sei denn, er heilt sich natürlich wieder. Das wäre nicht so gut. Machen wir mal den. Ah, ich kann nur den vorderen. Ist das euer Ernst? Auch wenn er unsichtbar ist? Dann muss ich Sprung machen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ah, weil ich das Timing verhauen habe. Okay. X. Wenn ich das Timing verhaue, wirkt es ja nicht. Stimmt. Und so ging es mir eben auch. Such mich. Oh, Scheiße! Oh. Barbara ist gleich tot. Aber der vordere ist eigentlich auch down. Jetzt können wir den da angreifen. Endlich. Und das sollte vom Schaden her reichen. Ja, das reicht. Nein, das reicht nicht. Erst am Ende der Runde. Es sei denn, er heilt sich. Mal sehen. Heilt er sich? Ach, das kann er gerne tun. Tschüss. Das war das Beste, was er machen konnte, neben Unsichtbarkeit. Okay, hier ist noch eine Schatzkiste. Sternwind, nice. So, wir brauchen auf jeden Fall wieder Kupio für den Scheiter halt. Den wir dann da oben brauchen.
Hier mal hoch zur anderen Richtung. Ui. Das ist ein Problem, was wir da haben. Okay. Wir haben hier nicht genügend Platz. Hier geht's, aber ja, er kommt da halt nicht gegen. Was machen wir denn da? Und schnell sein, so schnell kann ich nicht sein. Am besten Willen, so schnell bin ich nicht. Batomp, Batomp! Wusste ich, dass Batomp bald kommt. Und er kann den Schalter halt auch betätigen. Jo! Ui, Josh, Josh, Josh. Er hat zwar kaum KP, aber ich hoffe, es reicht. Erster Angriff ist schon mal sehr, sehr wichtig. Gut. Zwei Schaden. Nice. Josh, wir brauchen dich sofort. Sag Mats. Beste Waffe gegen Kettenhunde. Und dieses Viech da hinten wurde auch gleich mitgetroffen. Und wird jetzt auch besiegt. Ein Hammer. Okay. Nochmal Sternpunkte, nice. Vielleicht kriegen wir wirklich noch ein Level up, das wäre richtig gut. Oh, Herzchen. Zwei Herzen, richtig gut. Yoshi ist zwar immer noch erschöpft, aber ist ja klar nach der ganzen Sache hier. Speicherblock und eine Tür, die verschlossen ist. Okay. Nächster Bosskampf? Fragezeichen. Nächstes Rätsel. Ja. Etwas, was sich hier nicht dreht. Was kann man dagegen tun? Verstecken spielen? Natürlich nicht. War ja klar. Den haben wir noch nicht genutzt. Nur Barbara eigentlich nicht. Und Skumbrina kann nichts. Das wissen wir ja. Ich weiß nicht, was wir hier tun sollen. Und einfach runterfallen lassen? Nee. Ich verstehe nicht dieses Rätsel. Vielleicht ist hier irgendwas verdeckt mit Barbara? Erona meine ich. Ich verstehe dieses Rätsel nicht. Dieses Rätsel nicht. Kann ich da irgendwie stehen? Nee. Moment. Die Sterne, die habe ich komplett übersehen. Was haben diese zu bedeuten? Hä? Das hat irgendwas zu bedeuten, aber ich weiß nicht was. 1, 3, 4 und 6 sind hell. Also Stern 1, 3, 4 und 6. 1, 3, 4, 6. 1, 3, 4, 6. Was hat das so bedeutet? Wir haben doch da diese komischen Blöcke gesehen. Waren es auch so viele? 7 Stück oder so? Wie viele Sterne das jetzt war? Aber das Problem ist, ich komme halt hier nicht weiter. Oder habe ich einen Schlüssel? Nee, habe ich nicht. Denk mal, wenn wir das Rätsel da unten gelöst haben, kommen wir hier weiter. Oh. Oh, lol. Lol. Wohl doch nicht ganz so. Aber das müssen wir hier uns auf jeden Fall merken. 1, 3, 4, 6. Gut. Palastschlüssel. Der Part ist eh eigentlich. Nee, Moment, ich habe doch gesagt, immer 30 Minuten. Stimmt, das habe ich ja schon fast vergessen. Ja, dann ist der Part noch nicht vorbei. Also keine Sorge. Das war Fail. Das war sehr, sehr Fail. Ich will wissen, was da drin ist. Ein Lebenspilz. Nice. Falls wir sterben sollten. Ach, das ist hier ein Item gewesen. Titanenkappe. Ich dachte, das wären Ohren. Wir haben natürlich nur geiles Zeug, da muss die Tarnkappe einfach weg.
Lebenspilze ist überlebenswichtig beim Endboss. Wenn wir wirklich durch was auch immer dann plötzlich sterben, kann ja alles passieren. Das kann ja wirklich alles passieren, hatten wir schon alles. Und Lebenspilz sichert so solchen Betrug halt ab. Zum Großteil halt. So, jetzt haben wir nochmal die Rolle hier verwendet. Und wie gesagt, 1, 3, 4 und 6, genau. Ui, da brauche ich nochmal Irona. Vorher Irona hat auch nur noch 3 KB. Ich meinte Barbara, aber ja, wir nehmen jetzt Irona. Ist nur einer, das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Der kriegt gleich den Hammer ab. 6 Schaden? Ne, 5 waren das. Und Irona macht jetzt noch einen Body Slam. Zieh den. Okay. Das ist ja machbar. Okay, wie viel Schaden? 2. Ja, mehr Schaden macht Irona leider nicht. Was macht er? Oh, shit. Hat Irona irgendwas Gutes? Hurricane wäre was Gutes. Oder hat Mario noch irgendwas? Ich will jetzt nicht Rätselraten machen. Vielleicht haben wir Glück, dass es der erste ist oder der zweite. Ich gehe das Risiko einfach ein. Nein. Ja gut, ich hätte vielleicht mit Irona zuerst angreifen müssen. Wenn es der jetzt ist, ja. Hätte ich jetzt noch mit Mario einen Zug gehabt. Oder hätte ich mit Mario einen Zug gemacht überhaupt. Ah, schade. So, was macht der? Ah, schon wieder. Ja, jetzt ist egal, mit wem ich den Zug mache. Nee, ich mache Sprung. Nehmen wir mal den hier. Oh, lol. Nice. Als hätte ich es gewusst. Sternenergie ist wieder aufgeladen. Nice. Als wieder ein schlimmer Gegner kommt. Oh, wie... Donnerzorn, nice. Macht 7 Schaden. Nur, ich kann's nicht aufnehmen. Die haben ja schon Donnerzorn. Ich kann's beim besten Willen nicht aufnehmen. Wir haben so geiles Zeug einfach dabei. Höchstens der Ahornsirup, aber auch der ist eigentlich schon ganz gut. Sorry, aber Donnerzorn, du musst weg. So, 1, 3, 4 und 6. Yay. Cooles Rätsel, aber einfach. Weiter geht es. Ach, hier bauen wir nochmal die Rolle. Hast du mir jetzt so leid wegen dem Donnerzorn, aber ja, ja, ich habe keine andere Wahl. Sonst, normalerweise hätte ich dann irgendwie einen anderen Donnerzorn verwendet, dass ich den wieder mitnehmen kann, aber ja, jetzt ist das Item weg. Okay, nochmal speichern. Schadet ja nicht. Und was ist jetzt passiert? Das Rad dreht sich. Wer hätte es gedacht? Aber auch fies mit dem Schlüssel da gewesen. Hier bräuchte ich einen Heilungsblock oder so. Oder ein Level Up. Weil wir haben nicht so viele KP und unsere Mitstreiter sind extrem angeschlagen. Guck mal, das sieht hier irgendwie verdächtig aus. Hat man schon gesehen, dass das nicht ganz so stimmt. Okay, da brauchen wir diesen Hammer hier. Okay, und dann eine Stampfattacke. Es wird alles nochmal hier gebraucht. Oder eingesetzt. Selbst versteckte Blöcke. Punkte toll. Okay. Ist ein. Klingt auf jeden Fall sehr nice. Aber wir werden von beiden dann nicht mehr viel haben, von daher. Jo. Oh, scheiße. Sowas mag ich ja sehr. Aber sieht bis jetzt so ganz gut aus. Jo. Komm, ich will im nächsten Part den Endboss haben. Dann ist Donnerstag das Let's Play vorbei. Natürlich
Wird das hier auch noch eingesetzt? Dann brauchen wir noch das Schiff auf jeden Fall. Das fehlt auf jeden Fall noch. Und jetzt ist schon der Papierflieger wieder kam. So, was ist hier jetzt? Ui, ein weiterer Kettenhund. Den machen wir platt. Wie viele BP haben wir denn eigentlich noch? 23, okay. So, erster Angriff bei Kettenhunden ist ja nicht schwer. Oh, jetzt haben wir diesen Gegner mit dabei. Aber mit Saugmatz können wir da schon mal ordentlich Schaden machen. Eventuell können wir beide sogar gleich besiegen. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. So, das macht 5 Schaden und damit haben wir nochmal 5 Schaden. Nice. Es sei denn, ich verhaue das Timing. Was ich aber nicht hoffe. Gut. Nochmal 8 Sternpunkte. Wieder näher am Level ab. Herzchen. 3 Stück gleich an der Zahl. Sehr gut. Okay. Okay. Da muss ich wahrscheinlich mit Yoshi rennen. Vermute ich mal. Weil es ist auf jeden Fall Zeit da. Aber nicht genug. Und ich muss mit Yoshi dann gleich darüber stolzieren. So kann ich ja nicht. Nee. Okay. Und das geht auch nicht. Okay, dann. Was? Ich muss da ganz an die Wand ran. Es ist, glaube ich, so möglich. Okay, gut. Wir haben es geschafft. Doch was gibt es hier? Ein Schlüssel? Wo ist noch eine verschlossene Tür? Lol. Ich weiß jetzt gar nicht, wo eine verschlossene Tür noch weiter ist. Hä? Jetzt bin ich wieder mal verwirrt. Wie so oft. Hier ging es durch. Dann ging es hier irgendwie runter. Muss es ja. Oder irgendwas anderes. Oh. Oi. Oh, scheiße. Sternblitz. Kurz Ruhe mal bitte. Ja gut, ihr könnt weiter erzählen. Nur ich nicht. So, alles machbar. Die ersten Runden waren noch ein bisschen fies. Gerade als bei der, wo 4 Knöpfe angezeigt wurden, da wurde jeder Knopf benutzt. Das ist mir ja scheißegal. So, nochmal 10 Sternpunkte. Ich kann jetzt auch Sternattacken spammen, sozusagen. Weil wir sind kurz vorm Level ab und da wird die Sternenergie eh aufgefüllt. Also, was mache ich mir da noch? Irgendwelche Sorgen? Brauche ich ja nicht. Genau. Setze ich nochmal eine Sternattacke ein und dann nochmal, bis ich dann endlich das Level up habe. Und dann kommt jetzt überraschenderweise ein Bosskampf, wo ich die Sternenergie brauche, aber kein Level up habe. Mal sehen. Gut, das passt doch. Sind zwar jetzt nur 3 Gegner, wie eben auch. Aber diese Feuerfischer sind mir nicht ganz recht. Die stören mich so ein bisschen. Und guck mal, das macht wieder ordentlich Sternpunkte. 9 Stück. Nächster Kampf, Level Up auf jeden Fall. Und dieses Level Up kriegen wir so noch in diesem Part. Da gibt es einen Sternenwind. Aber ich sehe keine verschlossene Tür. Das ist das Problem. So, hier. Oh. Sind jetzt nur 2 Gegner, ein bisschen zu schade. Nee, das ist mir doch ein bisschen zu schade. Da flüchte ich einfach mal. 2 Gegner, nee. Gehe ich einfach hier wieder hoch und warte auf besseres Wetter. Oder wieso? Aha, okay. Du
muss ich jetzt wohl mal weiterfliegen. Weiter als je zuvor. Okay, nice. Ich mach mal sicherheitshalber jetzt einen Safe, falls dahinter der Boss ist. Oder irgendein Boss. Ist zwar schwer möglich, weil vorher müssen Heilungsblock oder so kommen. Aber ja. Irgendwie habe ich ein gutes Gefühl bei der Sache. Was ist denn hier los? Okay, Heilungsblock, Speicherblock. Leute, ich werde doch jetzt nochmal kurz zurückgehen und ein Dings zerknallen. Ist dann doch jetzt Boss-Time anscheinend. Nur, welcher Boss? Ist das der Endboss? Der feine, feine, feine Boss? Ui, vier Gegner, das gefällt mir aber. So, Sternblitz. Dann können wir eventuell so den Heilungsblock einfach sparen. Wir brauchen auch mehr Sternenergie, ist ja klar. So, da kann ich jetzt ruhig mal weiter erzählen, weil ich habe dann immer noch Energie für eine weitere Sternattacke. Aber anscheinend klappt das auch so, ohne irgendwie mich sonderartig zu konzentrieren. Nice. Und dann geht es auf jeden Fall im nächsten Part einen Bosskampf. Das riecht schon nach einem Bosskampf. Ob es der feine Boss ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auf keinen Fall. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Aber wie gesagt, das sehen wir im nächsten Part. So, was erhöhen wir nochmal? Ich denke mal, die KP wären nochmal dran. Ein letztes Mal? Keine Ahnung. Auf zu 65. Ich weiß jetzt nicht, sind unsere Partner jetzt dadurch auch geheilt worden? Weil irgendwie gab es da irgendwas, wo die Partner nicht geheilt werden. Okay, das war so das Level-Up. Zeugs, Gedöns. Okay, dann muss ich doch nochmal den Heilungsblock verwenden. Aber es ist ja alles gar kein Problem. Wir fliegen da jetzt einfach nochmal hin. Könnte den Sternwinter nochmal aufsammeln, aber... Okay, aber da ist noch ein Lebenspilz. Nee. Für was soll ich denn den Lebenspilz einsetzen? Mein Inventar ist voll gemüllt. Es wäre logischer, wenn ich den irgendwie danach nochmal einsammle, falls wirklich wieder nur ein Zwischenboss ist. Okay, meine Lieben. Im nächsten Part geht es weiter. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis dahin. Und tschüss.